In diesem Video erfahren Sie, wie Sie den Wasserfilter für Ihre neue WMF 950S korrekt einsetzen und aktivieren. Entnehmen Sie hierzu den Wassertank auf der linken Seite. Stecken Sie den Wasserfilter korrekt in die dafür vorgesehene Öffnung am Boden des Tanks. Füllen Sie den Wassertank und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein. Die Carbonathärte bestimmt die Reichweite des Wasserfilters. Diese entnehmen Sie der mitgelieferten Betriebsanleitung der Maschine. Haben Sie die korrekte Reichweite festgestellt? Öffnen Sie den Menüpunkt System und anschließend Wasserfiltereinstellungen und aktivieren Sie Wasserfilter eingesetzt. Anschließend geben Sie die korrekte Reichweite ein und bestätigen diese. Um den Vorgang abzuschließen, öffnen Sie den Menüpunkt Pflege und wählen Sie Wasserfilter einsetzen, wechseln. Die Maschine führt nun eine Filterspülung durch und steht Ihnen anschließend wieder zur Verfügung.